Drei Klänge mit der Triolenzunge spielen. In diesem Video zeige ich dir, wie du das trainieren kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nico Leikamp Trompetentraining. Mittlerweile gehört es zum Standardrepertoire eines Trompeters, eben auch drei Klänge mit der Triolenzunge zu spielen. Ganz egal, ob in traditioneller Blasmusik, aber natürlich auch im symphonischen Blasorchester oder bei Ensembleliteratur. Solistisch kommt es sowieso öfter mal vor. Jetzt brauchen wir natürlich eine Strategie, wie wir es hinbekommen, dass wir alle Töne und das möglichst sauber natürlich klangvoll spielen können. Wir starten auch gleich mit der ersten Übung, beziehungsweise ich erkläre dir erstmal, was wir jetzt genau machen. Wichtig ist, dass wir die Luft fließen lassen. Deswegen nehme ich nicht Tü und Kü, sondern ich nehme die Silben Dü, Dü, Gü, Dü. Das heißt, anstelle von T habe ich das D und anstelle von K das G. Also Dü, Dü, Gü, Dü. Jetzt, wenn wir uns die Töne vom F-Dur-Dreiklang nehmen, also F1, A1, C2 und F2, dann spiele ich erstmal auf einer gleichbleibenden Tonhöhe Dü, Dü, Gü, Dü. Im zweiten Schritt gehe ich jetzt mit dem letzten Anstoß einen Ton höher, Dü, Dü, Gü, und dann kommt das A. Im nächsten Schritt nehme ich Dü, Dü, Gü, Dü, und dann bin ich schon beim C, also die letzten beiden angestoßenen Töne sind A und C. Und das Ende ist dann natürlich, dass ich spiele den kompletten Dreiklang auf der Triolenzunge, Dü, Dü, Gü, Dü, und dann bin ich oben beim F2, eben über die gerade eben genannten Dreiklangstöne. Das heißt, wir starten jetzt gleich direkt mit unseren Instrumenten. Also, los geht's! Geschafft. Wenn du merkst, dass der Dreiklang für dich zu hoch ist, also dass du nicht bis zum F2 spielen kannst, dann spiel einfach tiefer. S-Dur bzw. C-Dur liegen auch sehr, sehr bequem, aber auch D-Dur und so weiter und so fort. Also überhaupt kein Problem, das Ganze auch tiefer zu üben. Wenn du merkst, dass du es nicht hinbekommst, dann nimm die Schritte erstmal etwas kleiner. Das heißt, wir machen folgende Übung. Wir spielen jetzt als letztem Ton nicht das A, also diesen zweiten Dreiklangston, sondern wir bauen eine Zwischenstufe ein und spielen erstmal bis zum G. Und letztendlich kannst du dann auch, wenn es dann nach oben geht, also zum F2, dann spielst du die Töne F, A, C und dann erstmal das D. F, A, C, D, F, A, C, E, F, A, C und dann oben das F. Und so baust du Schritt für Schritt deinen Dreiklang aus. Und wenn du merkst, dass es zu hart klingt, dann mach die Silben weicher, also mit Dü, Dü, Gü, beziehungsweise wenn du merkst, dass das zu schnell ist für dich, dann spielst dementsprechend langsamer. Wichtig bei diesen Übungen, beziehungsweise bei Doppelzunge und Triolenzunge, ist immer, dass die Luft ins Instrument geht. Das heißt, nicht jetzt durch die Zungenfunktion dann auf einmal die Luft wegnehmen, dann haben wir nur noch die reine Funktion. Erstens bekommen wir kaum einen vernünftigen Klang hin, beziehungsweise es klingt überhaupt nicht mehr. Also ganz wichtig, die Luft muss fließen, damit die Trompete auch klingen kann. Wenn dir dann zum Beispiel dieser Sprung am Ende immer im Weg steht, dann spiel erstmal auf einer gleichbleibenden Tonhöhe. Dann haben wir die Triolenzunge beim Dreiklangspielen natürlich auf unterschiedlichste Art und Weisen trainiert und können ganz am Ende auch umschalten, dass wir eben jeden Ton einmal anstoßen, dass wir dann am Ende vom F1 bis zum F2 nach oben spielen können und jeder Ton von diesem Dreiklang ist zu hören. Der nächste Schritt wäre natürlich, dass wir dann dementsprechend zwei Triolgruppen haben, also wie es auch in manchen Konzertliteraturen vorkommt, dieses ja, beim Oskar-Böhme-Konzert zum Beispiel haben wir das auf jeden Fall auch drin. Dann kann man es da auch einsetzen. Aber beginn immer erstmal auf einer gleichbleibenden Tonhöhe. Dann den letzten Schritt eine Stufe höher.
Dann die letzten beiden Töne, jeweils eine Stufe höher, dann sind wir schon beim dritten Ton und am Ende noch den vierten Ton, dann haben wir alle drei Klangstöne bis zur Oktave und dementsprechend kannst du natürlich auf unterschiedlichste Art und Weise auch mit den Tönen experimentieren, damit man einfach die Töne gut ins Ohr bekommt und die Luft immer fließt und am Ende wirst du merken, da-da-ga-dam, ist kein Problem mehr. Die Kür wäre natürlich dann zwei, drei Klangsbrechungen hintereinander zu spielen und dann empfehle ich dir nicht auf F zu starten, sondern machst tiefer auf C, dann hast du oben das C3 und unten als Ausgangston den C1, dann wird es nicht zu extrem in der oberen Lage und du startest auch nicht zu tief, dass man den Ton nicht mehr richtig spielen kann und dann kannst du diese Dreiklangstöne dann dementsprechend auch mit der Triolenzunge spielen. Das war's zu diesem Video. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Lass am Ende noch ein Like und ein Abo da. Das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.